Der Tribute to Bambi ist für Mariella Ahrens schon ein Pflichttermin in ihrem Kalender. Jahr für Jahr erscheint die Schauspielerin bei dem Event und zeigt damit, wie wichtig ihr die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen in Not ist, die die Stiftung fördert. 2023 kommt Mariella gleich mit dreifacher Frauenpower, denn begleitet wird sie von ihren beiden Töchtern Isabella und Lucia. Nervös muss die Zweifachmama deswegen jedoch nicht mehr sein, denn die beiden jungen Frauen durften ihre Mama schon öfter auf den Red Carpet begleiten. Also ich war beim ersten Mal nervös, wo beide jeweils das erste Mal auf dem roten Teppich waren, aber dann habe ich ganz schnell mitbekommen, dass sie das ziemlich relaxed meistern, ehrlich gesagt. Also darüber war ich selber überrascht, aber wahrscheinlich, weil sie es von mir auch gesehen haben und kennen. Der Abend ist für Mama Mariella auch deshalb so besonders, weil er gemeinsame Familienzeit bedeutet. Tochter Isabella ist vor wenigen Monaten ausgezogen. Doch wie fühlt es sich an, wenn die Kinder auf einmal flügge werden? Ja, schlimm. Gibt es nicht so einen Film? Hilfe, ich habe meine Kinder geschrumpft. Nee, willst du machen? Würde ich machen. Oh, ich war einfach irgendwie, man muss sich immer mehr und mehr dran gewöhnen. Mit Isabella war das schon schwierig, als sie ausgezogen ist. Jetzt die nächste will noch ins Ausland, also ich werde hier wahnsinnig. Sicherlich ist es für jede Mutter schmerzhaft, wenn die Kinder das Nest verlassen. Aber Mariella sieht durchaus auch das Positive daran. Auch wenn Isabella nicht mehr bei uns wohnt, sind wir trotzdem fast jede Woche zusammen, sehen uns, wir machen gemeinsame Fernsehabende, Dinner. Man muss ja auch das Positive da drin sehen, dass man eben auch sturmfrei hat. Auch Erwachsene machen gerne Party übrigens, ne?